Hallo ihr Lieben, heute gibt es von Catrice die Royal Knights Review. Ich habe die Produkte zum Testen zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür und möchte jetzt mit euch einfach mal die ganze Kollektion durchsprechen, wie ich die Sachen finde. Vorneweg, es sind Sachen dabei, die haben mich wirklich begeistert und es sind leider Sachen dabei, die haben mich ein bisschen enttäuscht. Ich werde da aber dann im Laufe der Review einfach dazu kommen, was ich gut finde und was mir nicht gefällt. Also, ich denke, wir fangen einfach mal mit der Wimperntusche an. Vom Ergebnis hat sie mir gut gefallen. Die Handhabung finde ich etwas kompliziert, weil es sind zwei Teile. Man fängt mit dem kleinen Bürstchen an für Trennung und Länge und dann macht man mit dem anderen Bürstchen, trägt man nochmal eine Schicht auf für Volumen. Das Ergebnis ist wirklich sehr schön. Also ich werde die Wimperntusche auch zu Ende aufbrauchen, weil ich finde, sie macht einfach schöne Wimpern. Für mich ist die super. Aber mir ist es ein bisschen zu stressig, weil dasselbe Ergebnis bekomme ich auch mit der Multi-Action von Essence hin. Und da muss ich nicht ständig zudrehen, aufdrehen, umdrehen, wieder tuschen. Also sie ist gut für diejenigen, denen das nichts ausmacht, mit den beiden Dingern zu hantieren. Die können das gerne mal ausprobieren. Ansonsten, ja, einfach mal angucken. Also Ergebnis ist in Ordnung. So, dann kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Die haben mich leider nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Sie sehen schön aus. Sie kommen mit einem Applikator daher. Es gibt zwei Stück. Das hier ist die 01 Royal Collection und das hier ist die 2 Majestatic Knights. Die sehen wirklich sehr schön aus. Es sind jeweils vier Farben drin. Ja, es gibt in jeder Palette eine Farbe, die mich begeistert hat und drei leider, die nicht so schön sind. Swatches findet ihr wie immer auf dem Blog. Die hier zum Beispiel, die schimmert sehr schön. Die lässt sich auch so gut rausnehmen. Wird aber auf dem Lid total durchsichtig und gibt keine Farbe ab. Genauso wie die hier. Die ist sehr grob, sehr glitzerig. Mit der konnte ich gar nicht arbeiten. Ich habe mit beiden Paletten versucht, ein Augen-Make-up zu schminken. Ist mir mit der hier fast gar nicht gelungen. Das habe ich sofort wieder runter gemacht. Der Lidschatten hier, dieser dunkle graue Ton, der gefällt mir ganz gut. Aber nur wegen einem Lidschatten würde ich die Palette jetzt wahrscheinlich nicht kaufen. Und ganz enttäuscht war ich von diesem Petrolton, weil der gibt kaum Farbe ab. Den sieht man dann auf dem Augenlid auch nicht. Guck mal, ich gehe da einmal kurz rein und habe kaum Farbe auf den Finger. Also die Palette in C01 Royal Collection ist jetzt nicht so meins gewesen. Die 02 Majestatic Knights hat mir schon besser gefallen. Ich hätte sie jetzt aber wahrscheinlich nicht gekauft. So, die Farben sind da sehr glitzerig. Das Weiß ist aber sehr viel deckender und lässt sich auch schöner auftragen. Gut gefallen hat mir dieser Aubergine-Ton. Der gibt auch schön Farbe ab. Es gibt aber beim Auftragen ein bisschen Probleme, weil wenn man blenden will, geht er wieder ein bisschen weg. Also ich hätte mir gewünscht, dass er da auch auf dem Augenlid bleibt. Es könnte aber sein, wenn man eine cremige Base drunter benutzt, dass es dann besser wird. Sehr gut gefallen und wirklich gut gefallen hat mir dieser Ton hier, dieses Grau. Das hat so einen goldenen, schimmernden Unterton und das ist wirklich butterweich und lässt sich gut auftragen. Also wären die Lidschatten alle von dieser Textur hier gewesen, wäre das eine super schöne Angelegenheit gewesen. Der schwarze hier, der ist auch ganz schön, der glittert aber sehr stark und dieser grobe Glitter verfliegt auf dem Auge wieder. Wenn ich euch eine Lidschattenpalette empfehlen müsste, dann wäre es die 02 Majestatic Knights, weil mit der gelingt das Augen-Make-up mit ein bisschen Mühe auch noch. Die Lidschatten sind eindeutig besser von der Textur als bei der anderen. Dennoch gibt es ein paar Mankos einfach beim Auftrag. Ich glaube, das liegt aber eindeutig auch an den glittrigen. Also die zwei hier sind wirklich sehr schön. Bei den beiden muss man aufpassen. Ja, wie gesagt, da müsst ihr selber mal gucken, ob euch das zusagt oder nicht. Mir hat es jetzt nicht so ganz so doll zugesagt. Schön jedoch fand ich dann den Rest der Kollektion. Die Eyeliner sind
schön in den Farben. Das ist ein ganz normales Schwarz, wie das jeder kennen wird. Das wird jeder auch schon zu Hause haben. Dann gibt es hier ein Royal Petrol, heißt der. Der ist wirklich schön. Ich finde jetzt so, hat er eine schöne Farbe, wirkt aber ein bisschen durchsichtig. Mit dem Kajal von der Secrets of the Past drunter wird das eine ganz tolle Farbe. Ansonsten ist er ein bisschen schier im ersten Auftrag. Ich habe den heute auch drauf. Also ist zurzeit einer meiner liebsten Töne. Dann gibt es noch den Dark Diamond. Das ist so ein Silbergrau. Der ist auch so ein bisschen durchsichtig, aber hat eine ganz tolle Farbe und schimmert auch sehr schön. Also die ganzen Swatches findet ihr dann auf meinem Blog wie immer. Also die Eyeliner sind schön, die kann ich auch empfehlen. So, dann kommen wir noch zu einer Sache, die mich semi begeistert hat. Das heißt, zwei Sachen haben mich wirklich super doll begeistert. Eine war jetzt nicht so mein Fall. Das sind die Lip Colors und Glosse. Hier unten sind die Glosse dran. Die versprechen einen sehr, sehr langen Halt. Und ich muss sagen, das stimmt wirklich. Diejenigen, die mich auf Twitter verfolgen, haben gesehen, dass ich letztens getwittert habe, dass mein Lippenstift den Mittagsschlaf überstanden hat. Das war dieser hier. Das ist auch der Rotton, den ich in den letzten Videos getragen habe, den einige bemängelt haben. Er ist so rot und andere ganz toll finden. Also der Lipgloss aus den letzten Videos ist dieser hier. Der hält super, der sieht super schön aus. Also den hier, den würde ich jedem empfehlen, der auf rote Lippen steht. Und passend dazu gibt es auch noch die Lip Liner, die wirklich haargenau von der Farbe her das gleiche sind mit so einem Lippenpinselchen. Und damit habe ich dann die Lippen umrandet und ausgefüllt und dann diese Farbe aufgetragen und dann den Gloss. Und es war eine super schöne Geschichte, die wirklich super lange gehalten hat. Genauso schön ist dieser Ton hier, den ich heute auch trage. Dazu gibt es keinen Lip Liner. Das ist ein sehr schöner Nude-Ton mit goldenem Schimmer. Seht ihr genau auf dem Swatch-Bild oder heute auf den Lippen. Also den finde ich ganz, ganz toll. Und was mich nicht begeistert hat, ist die dritte Farbe. Die wird leider fleckig im Auftrag. Das ist ein schönes, dunkles Lila. Der Lip Liner passt auch wieder perfekt zur Farbe. Aber ich habe diese Farbe leider nicht gleichmäßig auf die Lippen bekommen. Die wird fleckig. Also, ja, war ich jetzt nicht so begeistert davon. Aber wie gesagt, die anderen beiden sind gut. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gut gewesen, alle durchzutesten. So, da bin ich wieder. Und zwar gibt es diese drei Farben. Ein Petrolton, den ich auch hier auf den Händen trage. Den habe ich jetzt 5 Tage drauf gehabt und erst heute hat er beim Abwasch gesplittert. Also das finde ich gut. Das ist ja ein schimmerndes, dunkles Blau-Petrol. Das ist diese Farbe hier in der Mitte. Die hatte ich auch schon in den letzten Videos drauf. Dann gibt es dieses Silber hier. Ich bin jetzt nicht so der Silbernagellack-Fan. Hat sich in 2 Schichten auftragen lassen, der hier auch. Was ich euch wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr den bärenfarbenen Lack aus der Creamylicious verpasst habt, dann solltet ihr euch diesen hier mal anschauen, weil der sieht wirklich fast genauso aus. Fast nicht komplett, aber fast genauso. Das ist dieser hier. Majestätic Red. Der ist sehr schön, der lässt sich auch gleichmäßig auftragen in 2 Schichten und sieht dann so aus. So, meine Lieben, das war die Review der Catrice Royal Nights. Ich habe sogar was vergessen, sehe ich gerade. Ich muss noch mal los. Ich habe die Cheek Color vergessen. Das ist so eine Farbe für auf die Wangen, die highlightet in einem Rosaton, sehr schön. Die kommt aus diesem Pinselchen raus, wenn ihr unten das auftragt und dann schimmert das. Das hatte ich in den letzten Videos auch drauf. Also das finde ich wirklich ganz schön. Man kann es auch ganz gut auftragen, nur mit der Dosierung. Dreht nicht so oft unten dran, sonst kommt zu viel raus. Das habe ich vergessen, weil ich habe auch was für euch. Ich habe diese beiden Produkte gekauft. Und die könnt ihr jetzt gewinnen. Und zwar, wenn ihr in den Kommentaren, also jeder, der jetzt unten drunter kommentiert,
kann gewinnen. Und zwar müsst ihr mir eine Frage beantworten oder mir einfach schreiben, ob ihr diese Review hilfreich fandet, ob ihr weiterhin Reviews sehen wollt. Einfach eure Meinung zu dem Video kundtun und dann verlose ich unter den ganzen Kommentaren an einen von euch dieses Set, diese zwei Sachen. Wichtig ist noch, wenn ihr unter 18 seid, müsst ihr eure Eltern fragen, ob ihr eure Adresse rausgeben dürft. Ihr müsst Abonnent von mir sein und eure Meinung kundtun. Das war's dann auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin auf YouTube und wir sehen uns die Woche auf jeden Fall nochmal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.